Solltet ihr ein iPhone haben, dann ist euch vielleicht schon einmal die Apple Health App auf eurem Homescreen aufgefallen. Ihr habt euch aber vielleicht noch gar nicht damit auseinandergesetzt, was diese App denn kann. Denn um das soll es in diesem Video gehen, denn ich möchte euch gerne einmal diese App etwas genauer vorstellen. Ich möchte euch zeigen, was für verschiedene Gadgets man damit nutzen kann und welche anderen Apps man mit Apple Health verknüpfen kann, um eben ganz viele verschiedene Daten aufzuzeichnen. Sollten euch derartige Videos zu Apple Apps, Gadgets und ähnlichem gefallen, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo dalassen würdet und natürlich auch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Wir werfen jetzt aber direkt nach dem Intro einmal einen Blick auf Apple Health. Ich möchte euch ganz kurz erklären, was das Ganze denn ist und was es kann. Dann außerdem, welche Gadgets ich persönlich nutze, mit denen ich eben verschiedene Gesundheitsdaten aufzeichne und auch welche Apps ich im Alltag verwende. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Beginnen wir ganz am Anfang, was denn überhaupt Apple Health ist. Im Grunde genommen ist das einfach eine App, die als Gesundheitszentrale sozusagen dient, wo alle verschiedenen Daten aufgezeichnet werden, egal ob die von Apps kommen oder von verschiedenen Gadgets. Aufgezeichnet werden können dabei wirklich über 100 verschiedene Daten, wie zum Beispiel, wie viel Gewicht ihr aktuell habt, wie viel Körperfettanteil ihr habt, wie euer BMI ist, wie viele Kalorien ihr am aktuellen Tag zugenommen habt, wie viele Proteine, wie viele Kohlenhydrate. Dann könnt ihr aufzeichnen, wie aktuell euer EKG ist, wie euer Blutdruck ist und vieles, vieles mehr. Also ganz, ganz viele verschiedene Daten könnt ihr aufzeichnen und diese dann aus verschiedenen Apps und mit verschiedenen Gadgets in die Apple Health App implementieren und diese dann gebündelt in einer App sammeln. Sinnvoll kann das Ganze jetzt in verschiedenen Situationen sein. Zum Beispiel, wenn ihr eine Krankheit habt und möchtet gerne euren Blutdruck, euren Puls oder ein EKG aufzeichnen und das am besten jeden Tag, was ihr normalerweise sonst beim Arzt machen müsstet, das könnt ihr jetzt zu Hause machen, diese Daten gebündelt sammeln und am Ende auch an euren Arzt weiterleiten. Wenn ihr gesund seid und möchtet einfach nur schauen, was ihr zu euch nehmt, wie viele Proteine ihr zu euch nehmt, wie viele Zucker ihr zu euch nehmt, um einfach so einen Überblick zu bekommen. Das gleiche übrigens auch zum Beispiel, wenn ihr Sport macht und abnehmen oder zunehmen möchtet, dann macht das ebenfalls sehr Sinn, diese ganzen Daten aufzuzeichnen. Ihr könnt sehen, wie ihr eben mit verschiedenen Waagen zum Beispiel euer Gewicht aufzeichnet, wie sich euer Körperfettanteil verändert, wie sich euer BMI verändert. All diese Dinge sind dann gebündelt in einer App und ihr habt den perfekten Überblick. Werfen wir jetzt aber mal direkt einen Blick in die Apple Health App, die ich mir hier auf dem Homescreen platziert habe, und dort seht ihr zuallererst eure Übersicht, also zum Beispiel hier das EKG, was ich aufgezeichnet habe um 16.55 Uhr, dann verschiedene Informationen wie zum Beispiel die Umgebungsgeräuschpegel, dann hier die Schritte, die aufgezeichnet wurden am Sonntag und auch am Samstag, dann die Strecke, die ich gelaufen bin, und hier gibt es dann noch weitere Informationen und Apps, die eben mit Apple Health kompatibel sind, und ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, auf alle Gesundheitsdaten zu gehen. Und dann seht ihr wirklich alles, was aufgezeichnet wurde. Die Stehstunden, eure Aktivität, Aktivitätsenergie, Stehminuten, eure Herzfrequenz. Dann die Schritte noch einmal, die Ruheenergie, Trainingsminuten, das EKG von vorhin, wie viele Treppenstufen ihr gestiegen seid, Herzfrequenz beim Gehen, Herzfrequenz in der Ruhe, dann hier eure Schlafanalyse. Und dann seht ihr das Ganze auch für die letzten 7 Tage. Je nachdem, wie aktiv man hier eben aufzeichnet, werden die verschiedenen Informationen aufgezeichnet und dann eben noch für ältere Tage, Monate, Jahre. Und wenn ihr auf Entdecken geht, dann habt ihr eben hier sehr viele verschiedene Kategorien, in denen ihr aufzeichnen könnt. Wie zum Beispiel Achtsamkeit, das ist ein Apple Watch Feature, womit ihr immer mal eine Minute durchatmen könnt. Aktivität sind die ganzen Dinge, die auch durch die Apple Watch aufgezeichnet werden, sprich zum Beispiel Trainings, dann hier die Aktivitäten bewegen, trainieren, stehen und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die die Apple Watch aufzeichnet. Andere Daten wären zum Beispiel Blutalkohol, Blutzucker. Diese Dinge sind alle möglich, entweder manuell eintragbar über verschiedene Apps oder ihr könnt sie auch mit verschiedenen Gadgets hinzufügen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Atemwege auszuwählen. Hier sind es dann auch eben Daten, die ihr noch hinzufügen könnt. Wie gesagt, entweder manuell oder über verschiedene Apps. Ganz spannend ist Ernährung, denn hier könnt ihr verschiedene Dinge wie Kohlenhydrate, Nahrungsenergie, Natrium, Proteine, Vitamin C, Biotin, Chrom und so weiter alles aufzeichnen. Wie ihr seht, bei mir ist das jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich das aufgezeichnet habe. Aber das Ganze ist eben möglich, alles aufzuzeichnen und hier in dieser App zu speichern und dann entsprechend sich hier die verschiedenen Dinge auch anzuschauen, wie viel man dann eben zu sich genommen hat, um eben zu schauen, dass man täglich genügend von den jeweiligen Nährwerten zu sich nimmt. Dann können wir weiter zu Herz gehen. Hier haben wir dann die Herzfrequenz, EKG,
beim Gehen, Ruhe und so weiter. Also diese ganzen Dinge werden hier ebenfalls aufgezeichnet. Täglich entweder über die Apple Watch oder über verschiedene andere Gadgets, die ihr nutzen könnt. Und hier haben wir dann hier eben noch weitere Dinge, die wir theoretisch hinzufügen könnten oder die aufgezeichnet werden, wenn der Apple Watch etwas auffällt. Bei Hören haben wir eben die Option, das Ganze mit unserem Umgebungsgeräuschpegel durch die Apple Watch aufzuzeichnen und hier das Ganze dann eben auch für die letzten 30 Tage. Und hier gibt es dann auch so Mitteilungen, wenn es mal zu laut sein sollte, bekommt ihr da eben Informationen und könnt euch das dann anschauen und eventuell die Umgebungsgeräusche verringern oder den Ort wechseln. Bei den Körpermesswerten sind so Dinge wie euer Gewicht, BMI, Körperfettanteil, Größe und ihr könnt hier natürlich auch wieder weitere Daten hinzufügen. Das gleiche gilt hier für Schlaf. Hier gibt es also Schlafanalysen, die durchgeführt werden durch die Uhren-App bzw. durch den Wecker. Da wird dann aufgezeichnet, wie viel ihr schlaft, wie ruhig oder unruhig ihr schlaft. Dann haben wir noch die Vitalzeichen, die aufgezeichnet werden, sprich in diesem Fall die Herzfrequenz und der Blutdruck. Und wir haben noch für weibliche Nutzer das Zyklusprotokoll, was wir dann hier eben einrichten können. Wie ihr seht, kann man wirklich sehr, sehr viele Daten aufzeichnen in verschiedenen Kategorien. Also wir haben hier die verschiedenen Gesundheitskategorien und man kann wirklich alles Mögliche aufzeichnen und man muss einfach schauen, welche Bereiche für einen wichtig sind. Und in diesen Bereichen kann man sich dann Apps installieren, Gadgets kaufen und entsprechend diese Daten einfügen. Und ihr habt die Möglichkeit, über euer Profil, euer Gesundheitsprofil erstmal auszufüllen. Ihr könnt den Notfallpass ausfüllen, was ich jedem auf jeden Fall empfehlen würde. Dann die verschiedenen Apps, die natürlich auch Zugriff benötigen, Forschungsstudien und Geräte, die man eben verknüpfen kann, wie jetzt hier in diesem Beispiel hauptsächlich die Apple Watch. Und was besonders cool ist, ihr könnt hier eben alle Gesundheitsdaten exportieren. Das Ganze kann ziemlich lange dauern, je nachdem, wie viel das ist. Und diese könnt ihr dann zum Beispiel eben an einen Arzt weiterleiten, was sehr praktisch ist. Kommen wir nun zu ein paar Gadget-Empfehlungen, die ich aktuell im Alltag nutze. Zuallererst natürlich die Apple Watch und diese kann verschiedene Daten aufzeichnen. Zuallererst kann man natürlich mit der vierten Generation und neuer ein EKG aufzeichnen, was sehr praktisch ist. Ihr könnt eure Geräusche aufzeichnen, sprich die Apple Watch kann eben erkennen, wie laut es in eurer Umgebung ist und diese Daten ebenfalls aufzeichnen. Dann ist es möglich, eure Aktivität aufzuzeichnen, was eure Stehstunden angeht, was eure Bewegung angeht, eure Kalorien und allgemein euer Training. Und ihr könnt natürlich auch über die Trainings-App verschiedene Dinge wie Joggen, Kraftsport etc. aufzeichnen und diese ganzen Daten werden dann gesammelt und in der Apple Health App dann gebündelt. Seit mittlerweile über einem Jahr nutze ich die Withings Body Plus Waage und mit dieser könnt ihr unter anderem euer Gewicht aufzeichnen, aber eben auch euren Körperfettanteil. Ihr könnt euer Wasseranteil aufzeichnen, euer Knochengewicht und könnt da dann in verschiedenen Graphen direkt auf der Waage oder eben später in der App oder in der Health App diese ganzen Daten einsehen und vergleichen. Und wie gesagt, diese Daten werden in der App aufgezeichnet, die ich euch später noch einmal etwas genauer zeige. Und sie werden auch direkt, wenn ihr das möchtet, in Apple Health übertragen und dort habt ihr dann ebenfalls die Möglichkeit, das Ganze einzusehen. Ebenfalls sehr lange verwendet habe ich das Withings Blutdruckmessgerät, was ich allerdings jetzt an meinen Vater gegeben habe, aber damit könnt ihr eben ganz einfach innerhalb weniger Sekunden euren Blutdruck messen und diese Daten dann ebenfalls über die App an Apple Health weiterleiten und diese Daten zum Beispiel auch eurem Arzt zukommen lassen, was jetzt aktuell mein Vater mit diesem Produkt nutzt. Ich dagegen bin jetzt zum Withings Core gewechselt, denn dieser bietet drei Funktionen in einem Gerät und das ist aktuell auch weltweit einzigartig. Der Withings Core kann euren Blutdruck messen, dann habt ihr die Möglichkeit, ein EKG zur Erkennung von Vorhofflimmern zu erstellen und er dient auch als digitales Stethoskop zur Erkennung von Herzklappenkrankheiten. Diese drei Dinge werden innerhalb von 90 Sekunden aufgezeichnet und können dann auch direkt vom Gerät in die App übertragen werden. Und wie bei allen Withings Produkten könnt ihr auch mehrere Nutzer hinzufügen. Das heißt, es können in eurer ganzen Familie jeder dieses Produkt nutzen und dann direkt von dem Gerät ganz einfach auswählen, welcher Nutzer man denn aktuell ist und dann die Daten dort direkt übertragen. Zu guter Letzt nutze ich dann noch das Withings Thermo. Das ist ein Fieberthermometer, mit dem ihr eure Körpertemperatur aufzeichnen könnt und zwar ohne euren Körper zu berühren. Also ihr müsst eure Stirn nicht berühren, sondern eben nur so leicht dort rüber gehen. Und mit 16 Infrarotsensoren wird dann eben die Temperatur aufgezeichnet. Diese geht ebenfalls in eine App und von da könnt ihr sie dann zu Apple Health übertragen und habt dann dort die ganzen Informationen, die ihr von diesen verschiedenen Gadgets aufgezeichnet habt.
Der Grund, warum ich so viele Withings-Produkte nutze, ist, dass sie sehr zuverlässig sind, sie sehr einfach in der Bedienung sind und vor allem sind sie medizinisch zugelassen. Das heißt, sie haben das CE-Zeichen bekommen und damit den höchsten Standard für medizinische Geräte. Und das ist natürlich sehr viel praktischer, wenn ihr diese Daten auch wirklich an euren Arzt senden könnt und dieser diese auch wirklich verwenden darf und kann, als wenn ihr irgendein günstigeres Produkt nimmt, was eben nicht medizinisch zugelassen ist. Und dann habt ihr im Endeffekt nicht viel von den Daten. Das heißt, wenn ihr etwas Zuverlässiges möchtet, dann solltet ihr den ein oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen und lieber auf Withings-Produkte oder ähnliche zugreifen und nicht allzu günstig einkaufen. Kommen wir nun auch schon zu den Apps, die ich nutze, die mit Apple Health verknüpft sind. Zuallererst ist das natürlich die HealthMate App von Withings, die ich eben verknüpft habe mit den verschiedenen Produkten, also mit den Geräten, wie zum Beispiel hier den BPM Core, dann hier den normalen BPM, die Buddy Plus Waage und natürlich auch den Thermo. Diese Dinge sind alle damit verknüpft und die Daten werden hier entsprechend aufgezeichnet, ähnlich wie das in der Apple Health App ebenfalls der Fall ist. Ihr könnt hier sehen, ob euer Blutdruck optimal ist, die verschiedenen Verläufe könnt ihr euch anhören. Ihr könnt hier die Herztöne aufzeichnen mit dem BMP Core durch das Stethoskop und die ganzen Daten werden eben hier entsprechend übertragen und das Ganze natürlich auch für verschiedene Tage, für verschiedene Monate und Jahre. Und das Schöne ist, das Ganze funktioniert eben mit verschiedenen Nutzern, also ihr könnt mehrere Nutzer hinzufügen und entsprechend die Waage nicht nur alleine nutzen oder den BMP Core nicht nur alleine nutzen, sondern mit verschiedenen Nutzern. Dann haben wir hier noch die Programme, die man durchführen kann, die von Withings eben angeboten werden. Und wie gesagt, hier unter Geräte könnt ihr auch weitere Geräte hinzufügen und installieren. Und unter Profil befindet sich dann eben euer Profil. Und hier könnt ihr ebenfalls die jeweiligen Befunde, die aufgezeichnet werden, also zum Beispiel eure Blutdruckwerte exportieren, um diese dann zum Beispiel an einen Arzt direkt zu senden. Und das ist ebenfalls sehr praktisch. Als nächstes sehr praktisch ist die Thermo-App ebenfalls von Withings und hier könnt ihr dann eure verschiedenen Nutzer erst einmal auswählen und dann habt ihr eben die Möglichkeit hier die ganzen Aufzeichnungen zu sehen für die jeweiligen Tage, wie viel Grad ihr eben aufgezeichnet habt. Und das Schöne ist, hier wird auch direkt gesagt, hier kein Fieber, überprüfen Sie, dass Sie keine Symptome haben, die medizinisch behandelt werden müssen. Also auch hier haben wir eben noch weitere Funktionen. Suchen Sie weitere Symptome, die man dann hier auswählen kann, um dann sozusagen schon mal eine erste Diagnose zu stellen für sich selber, um dann zu schauen, ob man nicht doch lieber einen Arzt aufsuchen sollte. Und auch diesen Arzt kann man dann eben die jeweiligen Daten geben und kann ganz einfach aufgezeichnet schauen, was man denn für Temperaturen hatte. Und diese werden ebenfalls in die Apple Health App übertragen, was sehr cool ist. Wenn ihr abnehmen oder zunehmen möchtet oder einfach gerne schauen möchtet, was für Nährstoffe ihr zu euch nehmt, dann kann ich euch MyFitnessPal empfehlen. Diese könnt ihr ebenfalls mit Apple Health verknüpfen und da könnt ihr alles eintragen, was ihr an dem Tag zu euch genommen habt, sprich zum Beispiel hier einen Apfel, dann ein Brot, Tomaten, mittags dann Kuchen und Nudeln. Und so könnt ihr im Endeffekt alles eintragen, euer komplettes Essen aufzeichnen, ihr könnt auch Wasser hinzufügen, um dann zu schauen, dass ihr am Tag genügend trinkt, dass ihr am Tag genügend Proteine zu euch genommen habt, dass ihr am Tag genügend Fette zu euch genommen habt und so weiter. Diese ganzen Dinge könnt ihr ebenfalls aufzeichnen und dann habt ihr hier noch viele weitere Funktionen, die ihr nutzen könnt, die wirklich sehr praktisch sind. Ich persönlich finde es richtig cool, dass man hier nochmal so raufklicken kann und dann kann man sehen, was man sich eben so vorgenommen hat, an Eiweißen zu sich zu nehmen, an Kohlenhydraten, an Ballaststoffen und dann hat man hier so einen Überblick, wie viel man denn schon geschafft hat und gerade bei Fetten oder bei Zucker hat man auch so einen Maximalwert, den man nicht überschreiten sollte. Und so kann man einfach sehr gut sehen, was man denn schon zu sich genommen hat. Das Ganze dann hier auch nochmal für die Makronährstoffe, die man sich anschauen kann. Ihr könnt das Ganze mit Premium-Funktion noch erweitern, habe ich persönlich jetzt noch nicht gemacht. Aber ist mit Sicherheit für den einen oder anderen, der das ernst meint, auch eine gute Option, das Ganze noch ein bisschen sinnvoller aufzuzeichnen. Hier haben wir nochmal einen Überblick über die Kalorien, die wir zu uns genommen haben. Wir können auch das Ganze exportieren und diese Daten werden ebenfalls dann in Apple Health übertragen, um zum Beispiel zu sehen, wie viel Eisen ihr zu euch genommen habt, wie viele Proteine, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Fette, wie viele Vitamine. Diese ganzen Daten werden automatisch, wenn ihr das aktiviert und verknüpft, in die Apple Health App übertragen, was ich persönlich echt praktisch finde, weil wie gesagt, dann muss ich nicht verschiedene Apps nutzen, um diese Daten zu sehen, sondern im Endeffekt habe ich am Ende alles in einer App gespeichert. Solltet ihr Sport machen, insbesondere im Fitnessstudio, dann kann ich euch Strong empfehlen. Das ist eine App, die ebenfalls mit Apple Health verknüpft ist und euch die Möglichkeit bietet, verschiedene Fitnessgeräte aufzuzeichnen, verschiedene Dinge wie zum Beispiel die Zeit, wie viel Kilo ihr gehoben habt, wann das Ganze war und dann hier auch eure Wiederholung und dazu jeweils auch, wie viel Kilo ihr benutzt habt.
Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier ein Workout zu beginnen, könnt den ganzen Workout starten und dann eben hier das Ganze eingeben, die Wiederholungen, die Gewichte. Und so könnt ihr euch natürlich bei jedem Mal wieder steigern. Am Ende könnt ihr eben den Workout beenden und dann werden diese Daten ebenfalls übertragen. Bei Übungen findet ihr dann noch sehr, sehr viele verschiedene Übungen. Ihr könnt auch selber welche hinzufügen und so eure Trainingspläne gestalten. Zu guter Letzt möchte ich euch dann noch gerne die App MyTherapy vorstellen. Und das ist eine App, mit der ihr eure Tabletten aufzeichnen könnt, also Medikamente, die ihr zu euch nehmen müsst, wenn ihr zum Beispiel krank seid oder wenn ihr Supplements zu euch nehmt als Sportler. Dann könnt ihr die hier ganz einfach hinzufügen, könnt auf Medikament gehen, könnt das Medikament scannen oder hier den Namen selber hinzufügen und ihr könnt Erinnerungen einrichten, um euch eben täglich daran zu erinnern, dass ihr die Tabletten zu euch nehmen müsst. Und diese ganzen Daten werden ebenfalls in der Apple Health App gespeichert und da könnt ihr dann ebenfalls sehen, wie der Verlauf ist, dass man täglich seine Tabletten genommen hat, welche Tabletten man genommen hat und diese Daten können dann ebenfalls zum Beispiel für Ärzte exportiert werden. Ihr habt hier natürlich noch weitere Möglichkeiten, ihr könnt Messungen hinzufügen, Symptomabfragen hinzufügen und ihr könnt hier dann eben sehen, aktuell habe ich hier jetzt nichts mehr eingetragen, ich hatte mal einen Account, den man ebenfalls natürlich erstellen kann und da habt ihr dann eben auch Tageslisten mit den ganzen Medikamenten, die ihr zu euch genommen habt, ihr habt einen Fortschritt, den ihr einsehen könnt und ihr könnt eben auch ein Team hinzufügen, also hier zum Beispiel über Arzttermine und so weiter kann man Freunde oder Familie mit hinzufügen, damit diese einen mit motivieren können. Also diese ganzen Dinge sind hier ebenfalls mit möglich und das finde ich sehr praktisch, dass eben diese ganzen Daten, die man dort einträgt, ebenfalls in Apple Health übertragen werden. Vor etwa einem Jahr habe ich die Apple Health App sehr aktiv genutzt und habe wirklich alles aufgezeichnet, was ging. Also egal, ob es jetzt mein Körpergewicht, mein Körperfettanteil war, aber auch die Nahrung, die ich zu mir genommen habe, habe ich übertragen und hatte dann wirklich jeden Tag über 30 Einträge in der Health App und konnte da ganz genau sehen, was ich zu mir genommen habe, wie viel Sport ich gemacht habe, wie viel ich mich bewegt habe, wie viele Stehstunden ich hatte, wie aktuell mein Körperfettanteil war etc. Also diese ganzen Dinge habe ich aufgezeichnet. Mittlerweile mache ich es nicht mehr ganz so aktiv, aber immer noch sehr gerne, weil wir wirklich eine sehr gute Zusammenfassung einfach von allen Daten bekommen, von verschiedenen Apps und das gefällt mir persönlich immer sehr gut, dass man einen Ort hat, wo man alles speichert und nicht irgendwie in 10 verschiedene Apps gehen muss. Die einzelnen Apps sind auch sehr gut, aber natürlich ist es schöner, wenn man es irgendwie in einer App gebündelt hat und dafür ist Apple Health wirklich die perfekte App. Ich kann es also wirklich jedem empfehlen, Apple Health zu nutzen, entweder weil man krank sein sollte und verschiedene Daten einfach aufzeichnen muss, dann ist das auf jeden Fall sehr praktisch. Wenn ihr einfach nur schauen möchtet, was ihr denn zu euch nehmt, dann ist das wirklich eine schöne Sache und wenn ihr zunehmen oder abnehmen möchtet, dann funktioniert das hier drüber auch sehr gut, gerade weil man auch motiviert wird und sieht, was man alles so einträgt und auch vor allem einen Verlauf hat, zum Beispiel beim Zu- oder Abnehmen, kann man das Ganze einfach schön einsehen und daher finde ich es wirklich sehr praktisch. Man muss es nicht manuell alles eingeben, was jetzt zum Beispiel das Körpergewicht angeht, sondern ihr stellt euch auf die Waage, das Ganze wird übertragen und ist direkt in der Apple Health App drin, was einfach sehr praktisch ist. Jetzt würde mich aber sehr eure Meinung oder mehr eure Erfahrung interessieren. Habt ihr Apple Health schon mal genutzt oder bisher noch nicht? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr findet natürlich alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Und solltet ihr ein ausführlicheres Review möchten, dann schreibt es mir ebenfalls gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.